5 von 21. Hi, David Score. So, dann haben wir hier noch einen. Gehen wir mal hier hoch. Wo geht's denn da hinten überhaupt hin? Ich bin häufiger hingegangen, als es noch das Arkos war. Ja, aber seit Phistis übernommen hat, gehe ich da auch nicht mehr hin. Die besten Lounges werden scheinbar von Läden wie Koras Nest ersetzt. Die Botschafter-Lounge ist nicht schlecht, aber das Entertainment-Programm ist totlangweilig. Sie wird halt von Bürokraten geführt. Wahrscheinlich haben sie monatelang darüber abgestimmt, was für ein Entertainment-Programm laufen soll. Hey, das ist gar nicht unwahrscheinlich. Ach ja, Fist gibt's nicht mehr. Könnt also jetzt ruhig dahin gehen. So, und gehen wir nochmal hier unten lang. Da ist wieder eine Arvina. Auch von hier kommen wir noch, oder? Ja. Ich war doch gerade da. Ach, wir sind da hinten hoch rüber. Ach so. Gut, dann gehen wir mal rüber zu der Botschaft. Gucken da nochmal nach den Keepern. Keeper, Keeper. Immer Keeper mit dem Keeper. Und seid ihr ganz unten? Seid ihr im Dungeon, Keeper. Mädels, kommt hier? Ja. Komm. Brauch ein bisschen länger. Haben bestimmt wieder irgendwas Hübsches gesehen. Oh, guck mal, Tali da. Oh ja, das ist voll niedlich. Oh, guck mal, wie der läuft. Oder die unterhalten sich. Über mich. So, jetzt gehen wir da erstmal hier rein. Gucken, ob hier noch irgendwo ein Keeper ist. Zitadelle Sicherheit, da sollen wir auch nochmal hin. Da wir jetzt ja Spectre sind. Spectre. Haben wir hier noch einen Keeper? Nö. Ich denke, der Botschafter und Anderson sind hier. Sieht aber nicht so aus. Guten Tag. Ach, ich muss ja auch noch helfen. Mit. Da muss ich ja auch noch mit der reden. So. Speichern. Und gehen wir da drüben nochmal hoch. Moin. Moin. Ich stelle mir gerade vor, wie ich auf einmal in so eine Zukunft landen würde. Die Leute mich alle doof angucken würden. Alleine wegen Klamotten. Weil ich keinen blassen Schimmer von irgendwas hätte. Und durch die Gegend rennen und sag, moin. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen ja, zu haben. Ja, ein wirklich toller Ort. Ja, ist super. Und die ganze Zeit auch moin. Moin. Guten Tag. Moin. Moin. Aber auch keine Keeper. Haben wir hier drüben noch irgendwas? Ah, da ist die olle Bar. Oh, gehen wir jetzt auch mal eben kurz hin. So. Wollen Sie jetzt mit mir reden? Ich habe keine Zeit ja, für du hast. Schwatz. Ja, bla bla. Ja, dann. Schwatz mich doch nicht voll. Hier haben wir noch einen Keeper. Ich weiß, ob das Spiel nochmal abstürzt. Speichere ich einfach nochmal. So. Und dann gehen wir mal Richtung Zitadelle Sicherheit wegen Ausrüstung. Und dann können wir mal in die unteren Bezirke gehen. Zumindest, dass es was bringt.
Dieser Fahrstuhl führt hinunter zu den Seesicherheitsakademie. Zudem finden Sie dort auch die Anbucht, Andockbucht der Allianz. Hey, warum sagt er mir das? Ach, man braucht doch gar keinen Knopf drücken. Ups. Upsi. So, was haben wir denn jetzt im Fahrstuhl? Momentan nix. Kommt es denn oft vor, dass Menschen Frauen an vorderster Front kämpfen, Chief Williams? Ich weiß, dass salarianische Frauen nicht beim Militär dienen. Es kommt immer häufiger vor, aber es hat eine Weile gedauert zu beweisen, dass Damen mit einem Sturmgewehr oder einer Schrotflinte umgehen können. Bei der Flottille gibt es den Luxus des Sexismus nicht. Wir brauchen die besten Leute, die für den Job verfügbar sind. Das klingt gut, aber ich glaube, ich könnte mich nicht an die Uniform gewöhnen. Was ist denn mit der Uniform? Die ist ja super. Naja, gut. Jedem das seine. Garros. Oh, komm. Dann sprechen wir mal mit dem. Herzlichen Glückwunsch, Shepard. Danke. Ich hörte, man hat sie zum Spectre gemacht. Jupp. Ich bin froh, dass der Rat Saren endlich als das sieht, was er ist. Dankeschön. Das weiß ich zu schätzen, Garros. Ich zog mich aus der Zitadellsicherheit zurück, als der Rat meine Nachforschungen ignorierte. Ich war die Politik und Bürokratie leid. Sie sind der Einzige, der etwas gegen Saren zu unternehmen scheint. Lassen Sie mich mitkommen. Warum hassen Sie Saren? Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte es bei meinen Nachforschungen nicht beweisen, aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Sie haben es klar ausgedrückt. Willkommen an Bord, Garros. Sie werden es nicht bereuen, Shepard. Oh, nee, das werde ich nicht. Das werde ich ganz bestimmt nicht. Jetzt haben wir natürlich keine Biotik. Ja gut, nehmen wir trotzdem die beiden erstmal mit. Können wir Garros auch, erstmal müssen wir den skillen. Nämlich 14 Punkte. So. Dann machen wir... Was haben wir denn hier? Verbessert Präzision aller Waffen. Erhöht den Schaden mit Sturm- und Präzisionsgewehr. Kriegt auf jeden Fall... das Sturmgewehr. Normalerweise ist er für mich immer... der Scharfschütze gewesen. Brauche aber nicht mehr sein, weil das mache ich jetzt ja selber. Panzerung. Schildboost nehmen wir mit. Sturmangriff verbessert Schadschutz. Okay. Was haben wir noch? Turianischer Agent. Da nehmen wir auch einen Punkt. Sturmangriff. Training, erhöht Nahkampfschaden, Waffenschaden, verleiht die Fähigkeit. Adrenalinschub. Setzt Abkühlungszeiten für alle Fähigkeiten zurück, sie dann sofort wieder eingesetzt werden können. Das ist natürlich auch schön. Okay. Mit ihm gehe ich ja auf Dechiffrieren. Spectre. Die Spectres, die Elite-Agenten des Rates, haben Zugang zu einer Spezialausbildung, die sonst nirgends in der Galaxis angeboten wird. Verbesserte Gesundheit, Präzision und die Effizienz aller Angriffe und Kräfte verleiht die Fähigkeit Einigkeit. Lässt tote Squad-Mitglieder mit 15% Gesundheit und 40% Schildkraft wieder auferstehen. 150 Sekunden Nachladezeit, Präzisionskosten 45%. Erweiterte Einigkeit. 20% und 60. 30% und 100 Schildkraft. Oh ja. Also das würde sich auch lohnen. Erweiterte Schütze. Meisterhafte Schütze. Wenn wir hier auf erweiterten Schütz, das sollten wir versuchen auszubauen.
50%, 40% sollten wir bis hier gehen. Wobei, erhöht die Präzision um 60%. Reduziert die Hitze um 40, 30. Dauer 10 Sekunden, Dauer 13 Sekunden. Pop, 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 pop. Talentpunkt rückgängig machen. Wieso geht das nicht? Piep. Hm. Zeigt aber auch keinen Fehler an, warum das nicht geht. Naja, gut. Den Punkt gerne wegnehmen. Das geht nicht. Naja, gut. Lassen wir das erstmal so. Dann gehen wir mal zum Ausstatter. Ist das hier richtig? Zielsicherheit. Da will ich erst gleich hin. Was hier rum? Hier geht es untere Bezirke. Da will ich auch nicht hin. Okay, das ist nur so ein Transport. Ah, hier war das. Okay. Einmal scannen. Guten Tag. Hallo, Commander. Hallo. Ich brauche Vorräte. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Warum? Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre. Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie das sind. Tut mir leid, Commander. Kein Problem. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit, genau. Was haben wir denn hier? Mensch leicht. Wir haben gar keinen Mensch mehr dabei, fällt mir rein. Turianer. Da haben wir kein Geld für. Vergleichen. Das wäre auf jeden Fall was. Garus. Leicht, mittelschwer. Bioverstärker. Mensch, schwer. Jetzt zeige ich mir gar nicht an, ob ich das tragen kann oder nicht. Ist ja auch fies. Stinger. Was haben wir denn überhaupt hier noch dran? Eine Pistole. Ja, kein Weg. Pistole. Weg. Schrotflinte. Ja, kann auch erstmal weg. Das behalten wir noch. Ja. Da müssen wir erst noch ein bisschen Kredit sammeln. Kredite, Kredite. Jetzt mal da hoch Richtung Raumdock irgendwas. Oder was da gerade stand. Stand da. Wie hieß das? Raumnotzentrale, genau. Ah. Fähigkeit Chiffrierung zu gering. Schade. Okay. Ja, lassen Sie mich das mal klarstellen. Hä? Ihr Geschäftspartner, Korba, er hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Okay. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ja, echt.
Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Nichts aber. Stören Sie mich nicht, es sei denn, Sie geben mir Details. Was ist denn los? Hey da! Hallo. Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Ich habe mitgehört. Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Sie töten? Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Okay. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Ich rede mit ihm. Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? War das nicht der Salarianer, der uns darum bat, die Keeper zu scannen? Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Verstehe. Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück. Okay. Er hat uns vielleicht reingelegt. Kleine Bastard. Kleine Bastard, der. Traue niemanden außer dir selbst. So, wann haben wir denn hier? Terminal untersuchen. Noch ein Terminal untersuchen. Noch ein Terminal untersuchen. Und noch eins. Hier haben wir noch einen Keeper. Der denn? Hier ist auch gar nichts. Was macht ihr denn hier? Ist doch gar nichts drin. Seid ihr verwirrt? Seid ihr klein verwirrt? Okay, hier kommen wir gar nicht rein. Dementsprechend können wir auch nicht. Jo, dann gehen wir mal in die untere Ebene. Und da untere Ebene. Da sind wir. Und manchmal hier. Untere Ebene. Das war hier lang, oder? Ich meine schon. Runter. Ah, da. Ich bin ja mal gespannt, ob in diesen nächsten Tagen auf der E3 etwas von Mass Effect 4 zu sehen ist. Interessiert mich schon, was die sich da ausgedacht haben. Die wie bei wie heißt es? Dragon Age, dem neuen, so ein bisschen mehr auf Open World gehen. So mit Raumschiff schlachten vielleicht? Man weiß es nicht. Und wenn ja, kann man bei diesen Raumschiff schlachten dann, beziehungsweise wann spielt das? Viele, viele Möglichkeiten, die es gibt. Da haben wir noch einen Keeper. Hier haben wir noch einen Codex-Eintrag.